Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Monat Juni, es ist wieder einiges im Garten zu tun und ich möchte euch hier drei wichtige Gartentipps, Gartenarbeiten nennen, die man im Juni erledigen sollte. Wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren wichtigen Videos mehr zum Thema Garten. Gartenarbeit oder Gartentipp Nummer 1, was jetzt auf jeden Fall erledigt werden sollte, ist das Entfernen von Unkraut oder auch Beikraut genannt. Da gibt es immer wieder ein paar Streitereien hier auf YouTube. Wenn man Unkraut sagt, wird man massiv manchmal angefeindet, weil es gar kein Unkraut gibt, sondern Beikraut. Für mich ist das Ganze einfach nur ein Begriff und ich nenne es auch weiterhin Unkraut. Und das wird natürlich jetzt von mir entfernt, wenn ich es an Stellen, wo es wächst, nicht haben möchte. Und ich würde euch dann immer empfehlen, das regelmäßig zu machen, regelmäßig durch die Beete zu gehen, sodass es gar nicht viel wird, sodass es sich auch nicht aussieht. Und am besten geht es immer kurz, nachdem es irgendwo geregnet hat, wenn der Boden feucht ist. Oder auch oft in den Morgenstunden, wenn man die Zeit hat, wenn man vielleicht nicht zur Arbeit muss oder am Wochenende, kann man das wunderbar, ihr seht es, der Boden ist noch feucht, auch mit Wurzeln entfernen. Und wenn man das regelmäßig macht, ist es gar nicht so viel Arbeit. Ihr seht, hier ist jetzt nicht so viel los mit Unkraut in dem Beet, weil ich einfach immer regelmäßig dran bin und kleine Sachen, die rauskommen, schon immer hochhole. Manchmal auch einfach mal so zwischendurch im Vorbeigehen, dass ich was sehe, hier wächst was, wird einfach rausgezogen und dann ist die Sache auch relativ schnell erledigt. Wer nicht ganz so viel Arbeit mit Unkraut zu tun haben möchte, für den ist vielleicht die Gartenarbeit oder der Gartentipp Nummer 2 ganz interessant. Das ist das Mulchen. Das kann man jetzt wunderbar im Juni machen. Entweder könnt ihr es wie ich hier im Gemüsegarten mit ganz normalen Rasenrückschnitt machen, den ihr hier einfach drauflegt. Das unterbindet natürlich, dass Unkraut hochkommt und es sorgt auch dafür, dass die Wasserverdunstung nicht ganz so hoch ist, weil einfach der Boden darunter feucht bleibt, weil er ja durch den Rasenrückschnitt in meinem Fall abgedeckt ist. Man könnte zum Beispiel aber auch Stroh nehmen, möchte ich kurz noch anmerken. Und der andere Punkt ist, dass es hier natürlich auch anfängt zu verwittern und dadurch entstehen Nährstoffe wieder im Boden, die gleichzeitig dann als Düngung dienen. Im Nutzgarten, habt ihr gerade gesehen, habe ich Rasenrückschnitt verwendet. Im Ziergarten kann man natürlich auch ganz normalen Rindenmulch einfach zum Mulchen verwenden. Auch hier wird natürlich der Unkrautwuchs unterbunden und es sorgt auch dafür, dass das Erdreich nicht so schnell austrocknet, etwas feuchter bleibt und somit muss man dann halt einfach etwas weniger gießen. Ein bisschen Unkraut kann natürlich auch hier immer mal hochkommen, das lässt sich dann aber wunderbar auch manuell entfernen. Gartenarbeit oder Gartentipp Nummer 3, der jetzt auf jeden Fall im Juni gemacht werden muss, betrifft die Tomaten und zwar das Ausgeizen von Tomaten. Das solltet ihr jetzt auf jeden Fall regelmäßig machen. Schaut euch vielleicht auch dazu mal das Video an, was ich euch hier oben einmal verlinke. Das ist ganz interessant. Das beantwortet einige Fragen zum Thema Ausgeizen. Und der nächste Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist das Hochbinden von Tomaten. Das sollte jetzt auch auf jeden Fall gemacht werden, denn die Tomatenpflanzen werden im Monat Juni so groß, dass sie einfach so weit zulegen, dass sie sonst zu schwer werden und abknicken. Ich verwende hier zum Anbinden von Tomaten übrigens solche Ösen, die ich hier bei mir im Gewächshaus ganz einfach festmachen kann. Die kann man auch jedes Jahr wieder nehmen, die braucht ihr also nicht jedes Jahr neu kaufen. Ich kann euch die unten mal in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr auch Interesse daran habt. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit und die sind universell einsetzbar und passen auch somit in jedes Gewächshaus rein. Das waren meine drei Gartentipps für den Monat Juni für euch. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, welche Arbeiten ihr auf jeden Fall im Monat Juni noch erledigen müsst. Ich habe euch drei hier genannt, die sollte man auf jeden Fall machen, um auch so ein bisschen den Garten auf Vordermann zu halten. Gerade was das Unkrautjäten betrifft, wer es nicht im Garten haben möchte, der muss jetzt im Juni wirklich am Ball bleiben, sonst nimmt es schnell Überhand. Wenn es genug regnet, es ist warm genug, dann kann man fast täglich dabei zugucken, wie es wächst. Manchmal ist es so, da geht man morgens im Beet lang, guckt mittags nochmal nach und auf einmal sieht man so ein Stück Unkraut in der Größe, wie ich euch gerade gezeigt habe. Und man denkt, nanu, wo kommt das denn her? Weil es einfach so schnell jetzt wächst. Deshalb schön am Ball bleiben und ich hoffe dann, dass euch diese drei Gartentipps hier gefallen haben. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin,